Und diesmal aufpassen, was wir hier tun. So. Du da weg. Ja, genau. Da ist eine Phalanx durch den Boden geglitscht. Und wütet jetzt hier unten rum. Au. Das war nichts in der Sache. Genau, guckt euch die Phalanx an. Kommt jetzt gerade einfach so auf uns zugeschlurft. Und der da kommt auf uns zugerannt. So, weg mit dir. Was fange ich jetzt mit dir an? Wow. Nicht schon wieder, du. Weg. Mit dir. So. Na, die Seen habe ich schon mal wieder reingeholt, fast. Ich habe den da drüben übersehen. Doof, doof. So, du erstmal weg. Genau. Einfach hier in die Todesecke und sterben. Genau, wie dein Kumpel da hinten, bitte. Den mag nämlich auch keiner. Naja, um die eine Menschlichkeit ist es nicht ganz so schade wie um die Seelen, die ich dabei verloren habe. Das war nämlich das, was ich jetzt schon wieder drin habe, übrigens. Genau, roll irgendwo hin. Au, roll mich nicht um den Haufen, du Bastard. Komm her. Ah, das war jetzt knapp. Jetzt wäre ich fast wieder gestorben. So, nochmal den Secret Gang aufmachen. Und hier am besten einfach mal ausweichen. Edge Badge. Genau, komm zurück. Und ich komme dir hinterher. Habe ich schon mal gesagt, dass die Jungs hier nervig sind? Langsam hätte ich mal Lust auszuprobieren, ob mein normales Schwert, also nicht das brennende, vielleicht doch ein bisschen besser gegen die wirkt. So. Phalanx stehen lassen? Nö. Phalanx töten, ja. Phalanx vorsichtig töten. So. Und so. So, noch einer weg von ihnen. Und diesmal sind zum Glück alle hier oben geblieben. Diesmal ist keiner runtergeglitscht in den unteren Bereich. Netterweise. So. Gut, ich wechsle mal auf mein normales Bastardschwert. Auch wenn das im Allgemeinen weniger Schaden macht. Aber es macht halt vollen physischen Schaden. Und vielleicht sind die Höllenräder hier ja doch ein bisschen feuerresistent. So, komm her. Genau, roll. Ich warte, bis du ausgerollt hast. Und nein, du überlebst sogar einen Schlag. Also zurück zum Feuerschwert. Das sowieso etwas besser aufgestuft ist als das normale. So, komm um die Ecke.
Au, au, au. So, stirb. Jetzt bist du da drüben an der Reihe. Genau du. Stirb. Das war Nummer 3. Jetzt hole ich mal Nummer 4 heran. Mal wieder. Ja, roll ruhig. So, stirb. Wenigstens kriegen wir so Seelen zusammen. Ja. Komm her. So, weg mit dir. Und fehlt nur noch dein letzter Freund da hinten wieder. So. Und jetzt zurück in den Gang und Seelen wiederholen und diesmal nicht sterben. So, ja, Seelen. Diesmal willst du gar nicht kommen. Dann locke ich dich doch an. Genau, roll hier raus. Das machst du sehr schön. Weg. So, endlich weg mit dir. So, jetzt können wir gucken, was hier hinter ist. Weil, wenn ich es noch richtig weiß, warten hier insgesamt... Wow, genau. Insgesamt 3 Höllenräder auf uns. So. Das war Nummer 2. Das ist übrigens noch eine Secret Wall. Aber ich will erstmal hier lang, weil hier, das hier ist wichtig. Schlüssel zum Anbau, genau. So. Und hier müsste das letzte Rad sein. Genau, roll einfach mal an mir vorbei. Und stirbt dann. Hier ist nur eine Sackgasse, die uns nichts bringt. Aber hier. Genau, ich habe euch ja vorhin von diesem kleinen Raum gezeigt, wo eigentlich nichts drin war. Aber hier ist er hier. Der Typ macht eigentlich gar nichts, außer hier rumstehen. Und hat eine Pyromantie für uns. So. Wir haben ihn getötet. Und wir haben dieses Gebiet hier geklärt. Und gleich werdet ihr mich alle für verrückt halten, weil ich mich jetzt schon zigmal durch die Höllenräder da gekämpft habe. Aber hier ist ein weiterer Gang nach oben. Nämlich der Brunnen im Innenhof. Ich hätte mir also das ständige Sterben da unten sparen können. Aber nein, ich habe es ja nicht getan. Ich wollte es spannend machen. So, nächste Haltestelle ist der Anbau auf der anderen Seite. So, hier können wir nämlich den Anbau öffnen. Ja, mal kurz euch den Anbauschlüssel überhaupt zeigen. Oh, und das Schild habe ich euch auch noch gar nicht gezeigt, gell? Ja, das Blutschild. Das Blutschild wurde in den verlorenen Legenden erwähnt. Das Rot des Blutes ist verzaubert und die Macht gewährt verschiedene Resistenzen. Hier, und der Schlüssel. Schlüssel für den Anbau. Schlüssel für den Anbau der gemalten Welt von Ariamis. In der winterlichen gemalten Welt ist eine Struktur in Form einer alten Kathedrale. Ihr Anbau dient als eine Art Speicher. Ja, das hier ist der Anbau. Den wir uns nun angucken wollen.
Denn hier wird es auch noch mal interessant. So. Erstmal ist da ein Feuerteufel wieder. So ein... wie sagt man? So ein... ja, mutierter Blob. Würde ich es fast schon nennen. Den schalten wir jetzt als erstes aus. Der da oben hingegen ist etwas... schwieriger. Genau, weil der spuckt Feuer auf uns. Ja. So, war's das mit ihm? Ja. Schön in Acht nehmen vor denen. Da unten sind übrigens noch zwei. Die ich allerdings nicht von hier aus erwischen kann. Oh, aber von hier oben aus. Wenn sie nicht weglaufen würden. Genau, komm her. Ich schieße dir in den Kopf. Wenn das überhaupt noch im Kopf ist. Und dein Kumpel knall ich auch mal ab. So. Wieder auf Schild wechseln. Und jetzt kommt eine ziemlich üble Stelle, wo ich wahrscheinlich ein paar Mal wegrennen werde. Ja. Genau, komm her. So, und dann ziehe ich mich zurück. Und lasse ihn ins Leere hauen. So, du hast leider nichts für mich dabei, aber du hast mir wenigstens eine Menschlichkeit gegeben. Die Jungs hier können nämlich ungemütlich werden, weil es drei auf einmal sind. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Ja. Weg, 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 wegrennen, würde ich sagen. Das ist für den Anfang die beste Taktik. Ja. Nur nicht hier anfliegen lassen. So. Boah. Nein. Da wurde ich drin verkeilt. Schon wieder gestorben. Asariamis tötet mich heute aber echt oft. Komm, schlag zu. Sehr schön. Gut, alles nochmal machen. Phalanx töten. Zum Glück müssen wir nicht mehr zu den Höllenrädern nach unten. Au, das war nur einer. Einer allein ist nicht so toll. Und sich in den Jungs verkeilen ist auch nicht toll. Vor allem, wenn sie gerade am Sterben sind. Wow. Ja, ich gehe mal in Deckung lieber. Trink eine. So. Weg mit euch beiden noch. Ja, wie die mich auch treffen können, wenn ich hinter ihnen bin. Das ist so unfair, dass die so einen 360 Grad Überpunch haben. So. Genau, hier durch. Hier hoch. Den Haufen einsacken. Und den da abknallen. So. Seinen Kumpel hier um die Ecke töten. Das macht nur 88 Schaden. Ja, das ging daneben.
Das war getroffen, aber er hat auch mich getroffen. So. Gleich mal wieder einen trinken. Und ja, auf den kann ich nicht schießen von hier aus. Wow! Erschreck mich nicht so.